Langeweile kann wirklich grausam sein. Zwar, weil sie so eine bestimmte, wirklich eine Struktur hat, die fast an ein Folterinstrument erinnert. Das Zeitempfinden verlangsamt sich. Ich empfinde die Situation als sinnlos und ich fühle mich ohnmächtig. Man geht ins Meer, kommt zurück und ist immer noch durstig. Man ist voll Wasser und immer noch durstig. Langeweile ist eine bestimmte Zeiterfahrung. Ich glaube, Langeweile ist die Erfahrung, wenn die Eigenzeit und die Weltzeit auseinanderbricht. Es ist quasi diese seltsame Differenzerfahrung der eigenen Zeit und der geteilten Zeit, von der ich sagen würde, die ist sehr wesentlich für das, was Langeweile ist. Dieses Etwas weilt lange und im Grunde genommen ist dieses Langweilige meines Alltages ja genau die Problematik. Das Grundgefühl dessen, was mein Alltag gerade ausmacht, dass er lange weilt, dass jeder Tag irgendwie und jede Woche und jeder Monat langweilig ist. Ich lerne keine neuen Leute kennen, ich erlebe irgendwie nichts hier, ich mache nichts, ich nutze es irgendwie gar nicht aus, die Privilegien, die Chancen, die ich eigentlich hätte und ich mache nichts aus meiner Zeit. In Bezug auf Langeweile finde ich, dass wir in einer Beschäftigungsgesellschaft leben. In einer Gesellschaft, in der es hochgehalten wird, beschäftigt zu sein, in der Nichtbeschäftigung als Faulheit zählt, in der Status mit Leistung und Beschäftigung zusammenhängt. Und damit zusammenhängt meiner Meinung nach, dass Leute, was das Thema Langeweile angeht, so ein bisschen in die Irre laufen. Also so dieses, ich habe ein erfülltes Leben, wenn ich ganz, ganz viel mache. Aber Beschäftigung ist nicht das Gegenteil von Langeweile. Ich denke, das Gegenteil von Langeweile ist sowas wie Präsenz. Das ist etwas super Wichtiges auch zu lernen, dass man nicht dauernd sich beschäftigen muss mit irgendwas und dauernd viel erleben muss. Langeweile heißt nicht unbedingt, dass nichts passiert, sondern Langeweile heißt, dass ich mit dem, was um mich herum passiert, nichts anfangen kann. Der Fakt, dass ich diesen Himmel in meiner Wohnung so stark wahrnehme und der so sehr in meine Wohnung dringt, und nehme ich den Himmel ganz anders wahr, gerade in den letzten 3 Monaten, weil er wirklich, der auch so eine Konstante war, so konstant grau, und in meiner Wohnung war es grau und in mir war es grau. Es ist eine Leere, nicht zu wissen, was in diesem Moment richtig und was falsch ist. Ich hatte Shows und Angebote für 2020, aber sie wurden verschoben.
Jetzt wurden die meisten abgesagt. Und das war für mich, ich bin gelangweilt davon, ständig enttäuscht zu werden. Being always disappointed. Was wegfällt in der Langeweile ist das Moment des Sinns, dass das alles ordnet und zu irgendetwas macht, was, mit dem ich mich dann auch identifizieren kann. Ich denke, lange gelangweilt zu sein, macht krank. Das macht dich mental krank. Man verliert die Lust. Der Körper verliert sogar die Lust zu essen. In der situativen Langeweile kann ich sehr deutlich sagen, das Buch oder der Film langweilt mich. Wenn die Langeweile aber existenziell wird, wenn sie wirklich tief wird, kann ich eigentlich nur noch sagen, ja, irgendwie es langweilt mich. So wie man sagt, es ist mir kalt. Und dass die eigene Existenz dasjenige ist, was einen langweilt. Ich bin gelangweilt. Ich will nicht mehr hören, es geht nicht. Ich will es nicht. Was soll ich denn tun? Beschäftigung und Ablenkung ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ich denke, ein bisschen mehr Fluch als Segen, also weil Menschen dazu tendieren, unangenehme Emotionen zu vermeiden und damit dann die Situation aber länger aufrechterhalten, obwohl sie vielleicht nicht gut tut. Es braucht gar nicht so eine Riesenaktion von mir, um mich aus dieser Langeweile herauszuholen. Es kann auch wirklich nur ein ganz kleiner Schritt sein, der mich schon da rausholen kann und der mir was Neues bringen kann. Es ist schon eine skandalöse Zeit, eine skandalöse Situation. Und eigentlich ist die Tatsache, das als Langeweile zu erfahren, heißt ja nur, wie sehr man sich dessen bewusst ist, was man vermisst und wie sehr man auch das nicht zur Geltung kommt, was einen glücklich macht. Und das ist ein sehr berechtigtes Gefühl. Ich schaffe um mich herum eine Blase, um meinen Kopf frei zu bekommen, um aus dieser langweiligen Situation etwas Sinnvolles zu machen. Ich stecke mir kleine Ziele, jeden Tag, jede Woche und jeden Monat. Gerade lerne ich etwas Neues, einen Handstand. Ich versuche, die Welt auf den Kopf zu stellen und das macht Spaß. Ich denke, dass Langeweile die Botschaft hat, etwas in seinem Leben zu verändern. In dem Sinne finde ich schon, dass Langeweile ein Impuls für ein gutes Leben sein kann.